Hi, ich bin Samiko Rothenberger, ich bin 20 Jahre alt und ich brenne für den Dressursport. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Zu Gast bei. Wir sind heute zu Gast in einem, ich möchte es Wellness-Hotel für Pferde nennen. Es ist der Erlenhof von Familie Rothenberger und ich stehe jetzt hier im Spa-Bereich. Und im Spa-Bereich bei mir ist unsere Gastgeberin Sammy Rothenberger. Hallo Sammy, sehr lieb, dass wir bei euch sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir hier einen Spa-Bereich für Pferde. Der sieht so aus, als ob ich hier selber gerne ein bisschen relaxen würde. Ich bin jetzt einfach mal Daisy und möchte einen Tag Wellness machen. Was kann ich machen? Genau, also hier, wie du schon richtig gesagt hast, haben wir die Möglichkeit gehabt, nach dem Brand, um hier aus der Anlage ein 5-Sterne-Hotel für Pferde zu machen. Dazu gehört natürlich auch der Spa-Bereich und der Wellness-Bereich. Und da fangen wir hier direkt mit an. Das ist unser Spa. Der Spa ist, kannst du dir vorstellen, wie ein Whirlpool, nur mit ganz, ganz kaltem Wasser und hat auch eine Wasser-, also Salzwasserlösung. Das ist natürlich super gesund für die Sehnen und Bänder und ist gleichzeitig auch desinfizierend. Dann geht es direkt weiter hier mit unserem Aquatrainer. Also die Pferde kommen von dort drüben rein, kommen ins Lauf, aufs Laufband und dann kommt hier Wasser hoch und dann müssen die durch das Wasser durchlaufen. Und das ist zum Beispiel auch super für Reha-Pferde, die zum Beispiel eine Verletzung hatten, wie zum Beispiel Sehnenverletzungen. So, hier kann man die super antrainieren und das ist sehr gesund für die Pferde. Jetzt haben wir uns hier richtig betätigt, haben gearbeitet, haben unsere Beine umwirbeln lassen, sage ich mal. Und dann gibt es aber noch was. Genau, dann gibt es noch was. Das ist nämlich unsere Sohlebox. Das gucken wir uns mal an. Und hier kommt dann durch verschiedene Schläuche, das kannst du auch sehen, kommen hier so Salzwasserlösungen rein und dann inhalieren die Pferde das. Und das ist super angenehm, dass hier eine Box ist. Also in verdampfter Form. Genau, richtig. Ja. Und das ist super angenehm, dass das als Box hier ist, weil die Pferde können ganz normal essen und ihr Heu mampfen und so und gleichzeitig inhalieren die das. Das Spiel muss man nicht nur machen, wenn ein Pferd, sag ich mal, Lungenprobleme hat, sondern das kann man auch benutzen als Höhentraining. Das gibt es ja auch manchmal bei Menschen, dass die so Masken anziehen beim Sport, um das zu trainieren. Zum Beispiel, wenn man in andere Klima kommt, wenn man zum Beispiel nach Tokio oder Rio zum Beispiel, da ist es für die Pferde optimal. Da kann man halt so anfangen, Höhentraining zu simulieren. Jetzt habt ihr hier ja wirklich ein Wellnesshotel errichtet. Wir waren im Spa-Bereich. Das ist alles mega top gepflegt. Das ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und jeder von uns hat, glaube ich, zu Hause einen Staubsauger. Ihr habt sogar einen im Stall. Und den würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Genau. Okay? So, jetzt gucken wir uns mal an, wie die Entmistungsanlage funktioniert. Also, das ist ein Untergrundsystem und es funktioniert ein bisschen wie ein Staubsauger. Alle Stallungen sind damit verbunden und es landet dann in einem Container. Und jede Box hat eine Klappe in der Box und die machst du auf und dann schiebst du den Mist in die Richtung der Klappe und dann wird der aufgesaugt. Da ist sehr viel Power dahinter. Das sieht ja verdammt spannend aus, Sammy. Was ist das, was du da jetzt auf deinem Bildschirm hast? Genau, also das ist unsere Videoüberwachung. Wir haben alle auf unserem Handy ein Kamerasystem. Damit kann ich dann natürlich jederzeit gucken, was die Pferde so machen. Hier sehen wir gerade meine junge Stute, die Dante's Queen, in ihrer Box. Und so können wir zu jeder Zeit überwachen, ob irgendwo zum Beispiel ein Feuer starten sollte oder ob irgendetwas anderes schiefläuft. Das ist natürlich ein Stichwort. Also, dass hier nochmal ein Feuer startet, da wollen wir mal gar nicht von ausgehen. Was ist das jetzt hier für dich? Ist das ein Wiederaufbau oder ist das eher ein Neuanfang, was ihr damit gestartet habt? Wir haben uns bewusst dafür entschieden, es nicht noch mal so aufzubauen, wie es war, damit einfach auch nicht jeden Tag der Schmerz da ist und die Erinnerung da ist. Wir haben natürlich noch ein paar einzelne Teile, die übrig geblieben sind als Erinnerung. Und wir haben auch ein Andenken gemacht für die toten Pferde mit einem Grabstein. Also solche Sachen haben wir dann schon noch da behalten, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man es nicht vergisst, was auch unmöglich ist, um es zu vergessen, aber dass man immer wieder daran erinnert wird, dass es einfach nicht selbstverständlich ist. Und ja, wenn man dann nebendran so eine tolle Anlage hat und die Pferde hier drin sind und es jetzt so genießen, dann ist es einfach ein ganz besonderes Gefühl und lässt einen jeden Tag dankbar sein. Was habt ihr noch gemacht?
Also ganz, ganz viel. Wir haben zuallererst entschieden, dass wir mehrere verschiedene Stalltrakte machen mit kleineren Bereichen, also weniger Boxen. Ich glaube, das ist ein großer Teil, der sehr, sehr wichtig war, weil wenn mal irgendwo ein Feuer startet in so einem kleinen Stalltrakt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man, sag ich mal, 8 Pferde rettet, anstatt dass man 16 Pferde rettet. Dann haben wir dafür gesorgt, dass wir gar keine Elektrizität mehr bei uns im Stall haben. Also das ist komplett abgekapselt, da gibt es keine Steckdosen. Dann haben wir den mittleren Teil, wo wir fertig machen. Das ist komplett wie so eine Betonkuppel abgekapselt von den Pferden. Da sind auch Feuertüren, die automatisch zugehen abends. Und da ist dann alles, was da so stattfindet. Da haben wir dann unsere Solarien, da haben wir dann unseren Waschraum mit den Waschmaschinen und alles drum und dran. Aber bei den Pferden sind wirklich nur die Pferde. Wir hatten das Heulager bei uns über den Stallungen und das ist natürlich, das zündet wie verrückt. Und da haben wir uns jetzt auch für entschieden, dass wir absolut gar kein Lager mehr bei den Pferden machen. Wir haben alle Türen sind Außentüren, also alle Pferde haben Außenboxen, weil das natürlich super wichtig ist im Notfall, dass die Pferde raus können, genau, weil ins Feuer rennen die nicht. Das hatten wir damals auch schon. Da haben wir gemerkt, das war super, super wichtig, dass die Pferde nach außen hin raus konnten. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich auch hier im Hintergrund unser Löschteich, der gleichzeitig auch als Pferdepool dient. Und das ist ja super. Da kann man für die Feuerwehr, wenn die kommen sollte, die kann da sofort Wasser rausholen, weil damals war das auch knapp bei uns. Da kamen die gar nicht an den Hydrant dran, weil da das Feuer war. Also die konnten gar nicht da so nah dran kommen. Und deshalb mussten die dann bei uns aus dem Pool Wasser rausholen. Und das war eigentlich, ja, sag ich mal, noch Glück im Unglück, dass da Wasser drin war, damit die da genug Wasser hatten zum Löschen. Sonst wäre auch das Wohnhaus unter Gefahr gewesen. Wir haben gerade schon gesagt, es ist auch ein bisschen Spaßbad. Gehen alle da rein? Gehen die einfach da rein? Haben die echt Spaß da drin? Manche sind natürlich richtige Wasserratten, die gehen da sofort rein, die lieben das und die kriegst du kaum noch raus, kurz vorm Schnorcheln schon. Und dann gibt es natürlich andere, die mögen das nicht so gerne, aber meistens ist es immer kurz, einmal kurz ein bisschen skeptisch, ob man da wirklich rein will, weil wenn sie dann einmal drin waren, dann ist das easy. Jetzt kommen wir mal kurz ein bisschen zum Sportlichen. Daisy, letztes Jahr die Euro. Das war eigentlich alles, oder? Euros sind ja sowieso immer besonders, aber das letztes Jahr war etwas, wo ich mich, glaube ich, mein Leben lang daran erinnern werde und wo ich das Gefühl, glaube ich, auch nicht vergessen werde. Generell das Pferd Daisy ist für mich, da werde ich ganz emotional, ist für mich ein ganz, ganz besonderes Pferd, die mir unheimlich viel gibt im Reitsport. Nicht, also unabhängig von irgendwelchen Erfolgen oder so, aber einfach jeden Tag ist einfach ein Pferd mit einem riesen, riesen Herz und wo man merkt, dass wir beide einfach ein unheimlich gutes Team sind, dass wir uns echt lieben. Und die Euro letztes Jahr war alles andere als selbstverständlich. Nach dem Brand und so waren wir eigentlich, wir standen vorm Nichts. Wir hatten kein Zuhause mehr, hatten keinen Stall mehr. Und da war es schon eine Riesenumstellung. Da waren wir super, super dankbar, dass die Familie Linsenhoff-Rath uns aufgenommen hat, dass wir da trainieren durften in den besten Möglichkeiten. Und dann nominiert zu werden für eine Euro war unbeschreiblich. Da war einfach nur noch Dankbarkeit da für dieses Pferd, dass sie nach allem, was war, sich so da Mühe gegeben hat und dann dreimal Gold zu holen, da, das, ja, ich glaube, da gibt es keine Worte für. Es war wie, als ob Daisy gesagt hätte, hier, Sammy, komm, nach dem ganzen Mist, den die ganze Familie erlebt hat, da gebe ich euch mal ein gewaltiges Geschenk zurück und ja, das ist einfach ganz besonders. Der III-Punkt des Jahres, der kam dann, glaube ich, in Frankfurt. Semmike Rothenberger, das deutsche Reitabzeichen in Gold. Herzlichen Glückwunsch.
habe jetzt die zwei Menschen neben mir stehen, die dafür verantwortlich sind, dass wir heute so schön bei Sammy sein dürfen. Also es sind die Eltern von Sammy, aber zugleich auch Trainer und ich möchte sagen Manager in der ganzen Karrierelaufbahn von ihr. Beide sehr intensiv in das Training involviert. Für das tägliche Training ist, glaube ich, sogar Gonnelin noch mehr Ansprechpartner. Stimmt das? Richtig, genau. So ist das eigentlich. Nichtsdestotrotz sehen vier Augen natürlich mehr als zwei. Und da wir einen Papa haben, der dann auch noch richtet bis zum Grand Prix, ist das natürlich sehr hilfreich, wenn er dann doch mal drauf schaut. Was macht das tägliche Training aus jeden Tag mit ihr? Was ist speziell für Sie? Ich hatte natürlich schon zwei Vorläufer, sag ich mal, mit die Sanneke und Sönke. Da haben wir schon mal geübt, wie das so ist, seine eigenen Kinder zu trainieren. Da hatte ich natürlich mit einer Tochter und einem Sohn schon etliche Herausforderungen auch. Und da war das jüngste Kind eigentlich nur noch die Sahne. Das ging ja so ein bisschen mit Butter runter. Das war eigentlich die einfachste zu trainieren, muss ich sagen. Ja. Man trainiert einfach, ob es sein Kind ist oder nicht. Man ist sehr objektiv. Und man redet natürlich auch tags, also abends dann nochmal oder nach dem Training nochmal intensiver. Das ist vielleicht ein Unterschied, wenn man seine eigene Tochter trainiert. Was unterscheidet euch im Training? Das Pferd einfach in der Arbeit glücklich machen, macht sie. Und ich bin dann der Blödmann, der kommt und sagt. Er korrigiert mir auch mal, weil ich bin natürlich sehr schnell, sage ich natürlich so, super oder sehr gut. Und dann sagt das, war das sehr gut? Weißt du, was sehr gut heißt? Eine 9. War das eine 9? Und ich, nee, das war vielleicht keine 9. Aber das, was er gerade gesagt hat, ich fand es dann einfach trotzdem sehr, sehr gelungen. Ja? Mhm. Aber er hat mich schon erzogen, ich darf nicht so schnell mehr gut oder sehr gut sagen, weil das wird auch selten gegeben. Jetzt mal ganz speziell Sammy. Was würdest du denn sagen, was macht sie im Sattel so stark? Sie zerbricht nicht an der schlechten Prüfung, sondern sie hat jeden Tag Spaß an der Arbeit mit dem Pferd. Und das ist das Tolle an Sammy. Sammy liebt ihre Pferde durch und durch. Und das sind alle ihre, ja, ich sag mal so, ihre Tüttelmädchen, weil sie hat ja nur Stuten im Moment. Ja, das wollte ich eben mal noch drauf einhaken. Also Stutereite ist noch so ein eigenes Kapitel, finden wir immer. Das ist so wie das Klavier, wenn man die schwarze Taste auch noch spielen kann. Also, und das hat sie schon drauf, dass sie bei Stute, da muss man schon mal. Genau. Also, das ist schon toll. Also, das zeichnet ihr schon auf. Ihr habt zwar schon bei zwei Kindern geübt, da wird man vielleicht auch ein bisschen gelassener, aber ich meine sehen zu können, Sven, speziell ehrlich gesagt bei dir, wenn eins deiner Kinder reitet, wenn Sammy da reinreitet, ist schon Spannung drin, oder? Ganz ehrlich, seit letztem Jahr, ich habe das jetzt auch in Hagen mitbekommen mit Sönke, ist bei mir alles so ein bisschen relativierter geworden. Wir geben genauso viel, aber wenn es dann nicht ist, wir waren super glücklich jetzt auch am Wochenende und es ist phänomenal gelaufen mit Santiano und Sönke und ich stand wesentlich entspannter am Viereck. Und ich sitze auch jetzt viel mehr in der Halle dabei, dass ich sage, ach, soll ich mich jetzt aufregen? Dann rege ich mich zwar auf und sage, aber danach geht es sofort wieder weg, dass ich sage, Mensch, die Kinder sind gesund, wir leben, meine Frau ist da, können glücklich sein, auch wenn jetzt Corona ist. Ich habe das auch genossen, dass die ganze Familie hier zusammen zu Hause war. Ich hader nicht mehr damit. Also dieses Erlebnis, muss ich es jetzt mal nennen, vom letzten Jahr hat euch, ihr wart eh immer eine, glaube ich, sehr zusammengeschweißte Familie, noch mehr als Familie zusammengeschweißt, stimmt ja, das? Ja, definitiv. Also das hat uns auf die Probe gestellt. Ja, das hat uns richtig auf die Probe gestellt, weil viele kamen zu uns und haben gesagt, Mensch, jetzt kann es ja nur noch besser werden. Und ich habe sofort gesagt, nein, es kann viel, viel schlimmer sein. Wenn meine Kinder da nicht rausgekommen wären oder so, dann hätte ich hier nichts mehr aufgebaut. Dann wäre ich hier nur noch, dann wäre alles vorbei gewesen. Ja, das ist schon so. Ja, und ich sage eins, wir sind dankbar, dass wir jetzt hier sind. Und wir sind dankbar, dass Sunny, die ja wirklich bis zum Schluss noch Pferde rausgeholt hat, und dass Sönke, dass unsere Kinder leben. Und tut mir leid. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Umso mehr schätzt man jetzt jeden Tag, wenn man hier steht und seine Jüngste trainiert. Genau. Die dritte Richtung Grand Prix Sport. Ist das manchmal so, dass ihr euch morgens schüttelt und sagt, Mensch, wie cool. Ja, wir sind froh, auch das, was Sammy jetzt auch ermöglichen können. Ich sage mal so, wir sind froh, dass wir so viele Menschen um uns rum hatten in dieser Phase, die uns auch unterstützt haben. Die ganzen Handwerker, die in einem Jahr während Corona uns das hier wieder aufgebaut haben. Die ganzen Menschen, die uns geholfen haben mit den Tieren, auch die verletzt waren. Und
wir sind, ja, wir sind dankbarer geworden. Also ich persönlich bin sehr viel dankbarer geworden. Wenn sie jetzt irgendwie mal so ein ganz besonderes Turnier hat und ihr wollt irgendwie ihr eine richtige Freude machen, worüber freut die sich am meisten? Darf ich sagen? Ja, genau. Ich glaube, sie freut sich am meisten. Wir haben so eine Tradition. Wenn es ganz besonders gut klappt, dann gehen wir an dem Abend noch zu einem Italiener hier zum Essen und lassen das dann mit einem guten Essen ausklingen. Und dann reden alle plötzlich total offen. Dann, egal, wer gewonnen hat oder gut war. Ja, eine der Kinder reserviert schon den Tisch. Das ist schon genau, alle. Das sind dann die schönsten Gespräche direkt danach. Ja. Also wenn einer gut war, sieht man immer einen aus der Familie schon mal gleich am Telefontisch reserviert. Genau. Ja, das ist Tradition bei uns. Wie gesagt, stopp, ne? Oben. Ja. Das wird anstrengend für den Hendrik gerade. Ja. Ich berühre. Hat das jemand gehört? Berühren! So gut gemacht! Ihr zwei, ich unterbreche euch ja nur sehr ungerne. Aber ich würde gerne noch mal kurz mit euch schnacken. Das habt ihr ja ganz wunderbar gelöst. Ich bin ganz froh, dass ich es nicht mitmachen musste. Macht ihr das jeden Tag, ihr zwei? Fast. Ja, nicht jeden Tag. Also er ist schon sehr sportlich, aber ich mache so, wie es gerade reinpasst in den Alltag. Hab natürlich viel zu tun mit Uni, Reiten und. Aber ich versuche schon regelmäßig, mich fit zu halten. Jetzt würde ich natürlich schon gerne mal eins wissen. Hendrik, du hast mit Pferden gar nichts zu tun bisher. Gar nichts, ja. Wie ist das? Denkst du, die sind alle ein bisschen komisch? Die reden über Pferde, die sprechen über die wie über Menschen. Wie ist das für dich? Was Neues auf jeden Fall. Am Anfang definitiv komisch, aber langsam komme ich auch rein und weiß, was eine Piaffe ist. Und hallo, fängst gleich mit der Piaffe an. Das finde ich sehr ordentlich. Hast du schon mal drauf gesessen? Einmal, ja, auf Goldi. Sehr gut, sehr gut. Sammy, hat er das gut hingekriegt? Ich muss sagen, dadurch, dass er so viel Sport macht, hat er eine echt super erstaunliche Körperspannung. Und fürs erste Mal hat er das prima gemacht. Aber ich fand es auch gut, dass er mal gesagt hat, uiuiui, ist doch anstrengender als erwartet. Also das war schon mal gut zu hören, dass er gemerkt hat, Reiten ist auch ein Sport und es ist schon anstrengend. Ja, das ist es definitiv. Jetzt muss ich natürlich einmal fragen, Sammy, ich dachte, dein ganzes Leben dreht sich natürlich um Pferde. Wie bist du auf ihn gestoßen? Er war Profi-Tennisspieler, glaube ich, meines Wissens. Hendrik, stimmt das? Angehender Profi, würde ich sagen. Also in den Jugendbereich war ich sehr gut. Okay. Und habe dann den Sprung ins Erwachsenentennis durch Schule und ein bisschen andere Interessen nicht ganz geschafft. Ah, ein anderes Interesse kennen wir ja. Aber wie seid ihr euch begegnet? Wir sind uns durch gemeinsame Freunde begegnet. Ich habe eine Freundin in der Schule, die selber sehr gut Tennis gespielt hat und so haben wir uns dann kennengelernt. Und ich muss sagen, dass es auch ganz schön angenehm ist, wenn man dann mal nach dem Reiten auch mal eine Person hat, mit der man über was anderes reden kann, als immer nur Pferde. Und das bringt schon Abwechslung in den Alltag. Dann kann ich jetzt nur noch sagen, ich glaube, das war ein irrer Tag hier bei Sammy. Vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Wir haben ganz viel über Sammy gelernt, über Sammy die Sportlerin, über Sammy die Pferdesportlerin. Und im nächsten Teil, da lernen wir sie kennen oder sagen wir es anders, ihre Familie, die Ältesten, die Jüngsten, die bisschen anderen Familienmitglieder. Und darauf freuen wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.